Meine Damen, meine Herren, auch ich begrüße Sie sehr herzlich im Konrad-Adenauer-Haus und darf Ihnen aus den Sitzungen von Parteipräsidium und Vorstand berichten. Heute am 22. Juli und damit genau zwei Monate vor der Entscheidung der Wählerinnen und Wähler bei den Bundestagswahlen sind unsere Führungsgremien auch im Zeichen der vor uns liegenden heißen Phase des Bundestagswahlkampfes zusammengekommen. Wie die aktuellen Umfragen zeigen, stehen wir gut da, aber wir wissen, es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir wollen aus guter Stimmung möglichst viele Stimmen machen und werden deshalb in den nächsten Wochen engagiert im ganzen Land für unsere Politik werben. Dazu gehören ab dem 14. August rund 60 Termine unserer Parteivorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel, in der ganzen Republik. Und Sie finden eine entsprechende Übersicht ausgelegt über die Kundgebung mit der Parteivorsitzenden. Und natürlich kämpfen vor Ort unsere Kandidatinnen und Kandidaten um den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag. 90% unserer Fraktionsmitglieder sind direkt gewählt in ihren Wahlkreisen. Wir wollen diese Wahlkreise erneut und gerne auch weitere direkt gewinnen. Unser inhaltliches Angebot ist dabei sehr klar. Es geht um solide Finanzen und einen stabilen Euro. Es geht um Wirtschaftswachstum ohne Steuererhöhung. Und es geht vor allen Dingen um Arbeitsplätze, um sichere Beschäftigung als Grundlage auch für Sicherheit im Sozialen. Damit grenzen wir uns deutlich von SPD und Grünen ab. Dass die Menschen die Steuererhöhungspläne von Rot-Grün nicht wollen, spiegelt sich auch in den Umfragen wider. Wie groß die Nervosität der Genossen ist, zeigen auch widersprüchliche Äußerungen der Parteispitze in Sachen Koalition an diesem Wochenende. Schon jetzt wird deutlich, wie Parteichef Gabriel nach der Wahl Steinbrücks Nein zu den Linken aushebeln möchte. Denn Gabriel hält die Linkspartei für, Zitat, koalitionsfähig, zu lesen heute in der Mitteldeutschen Zeitung. Ich sage daher sehr bewusst, wer SPD wählt, wählt auch Rot-Rot-Grün. Im Bundesrat beweisen SPD und Grün ja bereits heute, dass sie die Zusammenarbeit mit der linken Partei nicht scheuen, sondern ganz im Gegenteil bewusst und abgestimmt miteinander vorgehen. Vor dem Hintergrund sind auch Äußerungen von Frau Kraft zur Möglichkeit einer großen Koalition nur ein reines Ablenkungsmanöver. Unvergessen ist gerade ihre Bereitschaft, sich in Nordrhein-Westfalen von der Linken ins Amt der Ministerpräsidentin hieven zu lassen, nachdem sie dies vor der Wahl abgelehnt hatte. So will es die SPD jetzt offensichtlich auch im Bund halten. Ich zitiere Frau Kraft wörtlich aus ihrem gestrigen Westpol-Interview. Also, wir machen das so, wie wir das auch hier in Nordrhein-Westfalen gemacht haben. Zitat Ende. Ich sage deshalb nochmals in aller Deutlichkeit, am 22. September geht es um eine Richtungsentscheidung für unser Land. Wer verhindern will, dass die SED-Nachfolgepartei am Kabinettstisch sitzt, sollte CDU wählen. Natürlich hat auch die Diskussion in Sachen NSA eine Rolle in unseren Führungsgremien gespielt. Die Aufklärung von Seiten der Bundesregierung läuft auf Hochtouren. Kanzleramtsminister Ronald Pofalla hat heute dem Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums Oppermann angeboten, ab Mittwoch zu einer weiteren Sitzung dieses Gremiums zusammenzukommen, um zu Fragen, die sich aus jüngsten Presseveröffentlichungen ergeben, umfassend Stellung zu nehmen. Für uns ist völlig klar, auf deutschem Boden muss deutsches Recht gelten. Dies gilt für deutsche wie für amerikanische Geheimdienste. Genauso fest steht aber auch, wir brauchen die Zusammenarbeit der Geheimdienste. Sie schützt uns vor terroristischen Attacken und in den Fällen von Entführungen. Die Attacken der SPD und der Grünen hingegen sind heuchlerisch und zeugen von einer unverfrorenen Doppelmoral. Während die Bundesregierung in den USA beharrlich Aufklärung einfordert und in Europa eine gemeinsame Positionierung zum Datenschutz vorantreibt, geht es vor allen Dingen der SPD darum, den eigenen
mutlosen Wahlkämpfern mit platten Sprüchen wieder etwas mehr Kampfgeist einzuhauchen. Deutlicher kann der Unterschied nicht sein. Die SPD soll doch einmal Frank-Walter Steinmeier sehr konkret befragen, was denn 2001 bei der massiven Ausweitung der deutsch-amerikanischen Geheimdienstkooperation von seiner Seite aus geschehen ist, um deutsches Recht und deutsche Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an einen Untersuchungsausschuss, der seinerzeit eine ziemlich fragwürdige Leisetreterei der rot-grünen Bundesregierung gegenüber amerikanischen Geheimdienstoperationen zutage förderte. Eine Leisetreterei, die erst von Bundeskanzlerin Angela Merkel beendet wurde. Während also die Opposition Wahlkampfgetöse veranstaltet, handelt diese Bundesregierung. Sie strebt in Europa zusammen mit Frankreich die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung an. Konkret geht es darum, Internetfirmen zu verpflichten, mitzuteilen, wenn sie Daten an Drittstaaten weitergeben. Darüber hinaus setzt sich das Auswärtige Amt auf internationaler Ebene dafür ein, den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte um ein Zusatzprotokoll zu Artikel 17 Schutz der Privatsphäre zu ergänzen. Das alles zeigt, die Bundesregierung nimmt die Sorgen der Menschen ernst und handelt. Wir stehen für die richtige Balance, wenn es darum geht, in gleicher Weise dem Schutz der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger und ihrem Schutz vor terroristischen Gefahren gerecht zu werden. Deshalb stehen wir auch für die Verhältnismäßigkeit aller eingesetzten Mittel. Lassen Sie mich zu einem dritten Punkt kommen, der kurz Gegenstand der Beratung in unseren Führungsgremien war. Dies waren die erschütternden Wochenendberichte über den möglichen mehrfachen Missbrauch von Kindern durch ein führendes Mitglied der nordrhein-westfälischen Grünen in den 80er Jahren, dass der Wunsch, tradierte Grenzen zu sprengen, zu schrecklichem Leid von Kindern geführt hat, ist empörend. Das sage ich nicht nur als CDU-Generalsekretär, sondern auch als Familienvater. Worte der Betroffenheit von der grünen Spitze reichen da nicht aus. Die Grünen müssen diese neuerlichen Vorwürfe schnellstmöglich und nicht erst bis Ende 2014 aufklären. Wer Transparenz immer wieder und gerne von anderen fordert, muss jetzt Transparenz schnellstmöglich schaffen. Dazu gehört das Gespräch mit den Opfern und auch Fragen einer Entschädigung durch einen Opferfonds gehören auf den Tisch. Herzlichen Dank.